Hier ist das KMK-Magazin auf Baden TV, die Spezialausgabe zur großen internationalen Messe für klassische, moderne und Gegenwartskunst zur 9. Art Karlsruhe. 300.000 Bilder, Skulpturen, Editionen, Farblithografien von 1.500 Künstlern werden von 222 Galerien aus 12 Nationen präsentiert. Die Art Karlsruhe ist die erfolgreichste und größte Kunstmesse im deutschen Südwesten. Sehen und sammeln. Unter diesem Motto lockt die Art Karlsruhe vom 8. bis 11. März Kunstliebhaber und Interessierte in die Karlsruher Messehallen. In allen vier Hallen präsentieren Galeristen ein breites Spektrum nahezu aller bildnerischen Disziplinen, von der klassischen Moderne bis hin zur Gegenwartskunst. Die Art ist sicherlich eines unserer Flaggschiffe, eine Messe, die weit über die Region hinausstrahlt. Wir erwarten Besucher aus mehr als 20 Ländern zur Art Karlsruhe hier in Karlsruhe. Und damit sind wir das größte Kunstereignis südlich der Mainlinie in Deutschland. Auf 35.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche verwandeln sich alle vier Hallen in eine einzigartige Kunstlandschaft. Der ästhetische Aufbau von Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Druckgrafik oder auch Fotografie lädt zu intensivem Sehen, konzentrierter Auseinandersetzung und entspanntem Einkaufen ein. Das ist eigentlich die schönste Kunstmesse, die existiert, durch die Kombination dieser Architektur, der Ausstellungsarchitektur und dieser traumhaft schönen, säulenfreien und lichtdurchfluteten Hallen, die es auf keiner anderen Messe weltweit gibt. Durch die thematische Gliederung der Hallen können sich Besucher auf ihrem Weg vom Sehen und Sammeln voll und ganz auf ihre Eindrücke konzentrieren. In Halle 1 werden sie in erster Linie durch Editionen, Fotografien und Objekte geleitet. Halle 2 und 3 stehen ganz im Zeichen der Malerei und Skulptur. Die neuen Positionen präsentieren sich in Halle 4. Doch nicht nur Besucher genießen diese Gliederung, auch bei den Ausstellern kommt das seit Jahren gut an. Das ist ja auch das, was ich denke, was die Messe gut gemacht hat, dass alle zusammen engagiert sind, die Messe immer weiter nach vorne zu bringen. Es gibt eigentlich in Deutschland von gewichtigen Messen diese wunderbare Art Karlsruhe und dabei noch die Art Cologne. Es gibt die kleine Feinart, was mehr antiquarisch orientiert ist, aber es ist einfach eine so wichtige Messe geworden im deutschsprachigen Raum. Auch bei der 9. Art Karlsruhe setzen zwei Sonderausstellungen glanzvolle Akzente. Zum einen mit Pop Art aus der Sammlung von Gunter Sachs. Es ist eine so großartige Andy Warhol Edition mit Gunter Sachs. Also nicht Edition, das sind Originalwerke von Andy Warhol mit 8-mal Porträt von Gunter Sachs und 4-mal Brigitte Bardot und Selbstporträt Gunter Sachs. Dabei Roy Lichtenstein, dabei Tom Messelmann. Das ist eine grandiose Präsentation. In Halle 4 dürfen sich Besucher auf die klassische Sammlung von Marli Hoppe-Ritter freuen. Die exklusive Präsentation gibt Besuchern Einblicke in die faszinierende Welt der geometrisch abstrakten Kunst. Wenn sich private Menschen, und da lege ich großen Wert darauf, bei den Sonderschauen, dass es nicht eine staatliche Sammlung, sondern private Sammlungen sind, die irgendwann begonnen haben, sich mit Kunst zu beschäftigen, Kunst zu erwerben, sich für die Kunst zu engagieren. Und das sagte ich einst mal, jeder, der sich für die Kunst engagiere, das sei mein Freund. Und so ist die Messe ausgerichtet. Über 200 One-Artist-Shows und 20 Skulpturenplätzen geben Besuchern die Möglichkeit, ihr Interesse für Kunst zu wecken oder neu zu entdecken. Kurator Ewald Schrade freut sich auf einen Austausch auf internationaler Ebene. Es sind zwei neue französische Galerien gekommen, es ist eine englische Galerie, eine japanische Galerie dabei. Das freut mich ganz besonders, aber die europäischen, was ja der Schwerpunkt, wir sind ja eine europäische Messe auf europäischer Ebene, von Schweiz, Österreich, es sind einige neue österreichische Galerien dazugekommen. Unter anderem ist auch Galeristin Angelika Hartan wieder mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. In diesem Jahr präsentiert sie Werke von drei Künstlern zum Thema Material. Das ist zum einen Till Augustin mit Glas, Amador mit Polyesterharzarbeiten, darunter zwei wunderschöne große Lichtobjekte aus Polyesterharz und Madeleine Dietz mit getrockneter Erde und Stahl. Und
Zusammen mit der Galerie Nothelfer Berlin präsentieren wir auf einem Skulpturenplatz eine neue Arbeit von Madeleine Dietz aus einer ganz neuen Werkgruppe. Auch der Karlsruher Galerist Michael Oess hat in diesem Jahr besondere Werke im Gepäck. Inspiriert wurde er dabei von Christian Timm, Stürmer beim Karlsruher SC. Timm war von den Werken des Künstlers Oliver Meichle so begeistert, dass er ihm den Galeristen vorschlug. Ich habe mir den Künstler genau angeschaut, weil es ja sehr schwierig ist, bei mir einen Künstler zu positionieren in der Galerie. Und da habe ich mir genau angeschaut, habe mit ihm das durchgesprochen, war ich dann einverstanden, ihn mit einzubinden, weil ich von der Qualität, sagen wir mal, sehr überzeugt war auch. Von dieser Street, der ist ein Street-Art-Künstler, der aus der Street-Art-Sprayer-Szene kommt. Und es liegt ja sonst so fest in meinem Programm drin und fand es dann spannend, ihn dann zu präsentieren. Spannend finden Aussteller auch die qualitative Entwicklung der Art Karlsruhe. Die Messe wird qualitativ immer besser. Und ich muss sagen, es ist einfach nicht nur eine schöne Messe jetzt von der Architektur her, sondern von den ganzen Bedingungen ist es eine Messe, auf die man sehr gerne geht, obwohl natürlich immer im Vordergrund eben auch der wirtschaftliche Aspekt steht, nämlich, dass wir alle verkaufen wollen. Doch nicht nur die Messe hat sich in den letzten Jahren entwickelt, auch der Anspruch der Besucher ist, aus Sicht der Stuttgarter Galeristin, gewachsen. Das kann man schon feststellen, denn was wir ja gleichzeitig außer dem Verkaufen auch machen, ist ja Kunstvermittlung. Und je interessantere Galerien teilnehmen, desto interessanter ist natürlich auch das Publikum, sprich die Interessenten, Besucher und Sammler. Eine Plattform des Austausches bietet auch 2012 wieder das Artima Art Meeting. Die beliebte Veranstaltungsreihe lädt Besucher zu informativen und spannenden Diskussionsrunden mit Künstlern, Kritikern, Sammlern und Kuratoren ein. Die Moderation übernimmt der Kunstjournalist Hans-Joachim Müller. Das Artima Art Meeting ist ja auch wiederum ein Beitrag, eine Hilfe zu geben, eine Orientierungshilfe zu geben. Was denkt ein Künstler? Wie ist der Stellenwert des Künstlers in heutiger Zeit? Das von Experten diskutiert in Gesprächen mit Reaktionen aus dem Publikum. Am 8. März wird der Künstler als Genie thematisiert. Am 9. März geht es beim Artima Art Meeting um Fragen rund um das Thema Kunstbetrieb. Der Künstler als Marktteilnehmer. Zu beiden Veranstaltungen stellt sich ein prominenter Künstler den Fragen des Publikums. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass immer nur die gleichen altangestammten Sammler kommen und Kunstwerke kaufen, sondern dass Menschen kommen, die offen sind und neu für Kunst sich begeistern und vielleicht auch zu Sammlungen werden. Gewinnen können Aussteller aber nicht nur die Anerkennung der Besucher, sondern auch hochkarätige Preise. Wir haben auf der einen Seite, und das zeichnet sicherlich auch die Messe aus, einen Preis des Landes und der Stadt Karlsruhe. Das ist eine Anschaffung mit 15.000 Euro dotiert, die dann hinterher auch dann in die städtische Galerie kommt, das heißt den Bürgerinnen und Bürgern auch sichtbar wird. Und wir haben den Hans-Platschek-Preis, der auch wieder auf der Art Karlsruhe verliehen wird. Wer nach über 300.000 Bildern, Skulpturen und Fotografien immer noch nicht genug hat, der kann sich in Karlsruhe weiter auf die Suche nach spannenden Kunstwerken machen. Wir haben ein umfangreiches Programm auch hier an Kunstereignissen in der Stadt, ob es jetzt beispielsweise Ausstellungen im ZKM oder im Museum für Neue Kunst sind, bis hin zu einer historischen Ausstellung mit den Kykladen im Badischen Landesmuseum aus der frühgriechischen Zeit. Also insofern ein ganz breites Kunstangebot, auch von insgesamt 16 Galerien, die sich auch hier noch in einem Flyer zusammengestellt haben, die auch vom Kulturamt und auch dem Stadtmarketing Karlsruhe hier präsentiert werden. Sich mit Kunst auseinanderzusetzen, Neues zu entdecken oder sich mit Künstlern und Galeristen auszutauschen. Ein Besuch auf der Art Karlsruhe lohnt sich in jedem Fall. Das war die Spezialausgabe des Baden TV KMK Magazins mit allen Informationen rund um die Art Karlsruhe, die internationale Messe für klassische, moderne und Gegenwartskunst vom 8. bis zum 11. März auf dem Gelände der Messe Karlsruhe. Würde mich freuen, wenn wir uns dort wieder treffen. Alle Infos dazu gibt es auch unter www.art-karlsruhe.de. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.